Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Phantasia World Resort mit eurem Hannibal. Ja, endlich ist es soweit, die Sommerpause ist vorbei und ihr seht schon, was passiert. Neben dem Steampunk-Gebiet, was wir in der letzten Staffel ziemlich fertig gemacht haben, es wird jetzt noch zwei Folgen geben, die habe ich auch schon aufgenommen. Da werden wir nochmal ein paar Kleinigkeiten anpassen, ein paar Korrekturen machen. Habe ich mich jetzt an das neue Themengebiet Atlantica gewagt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an Debbie für ihre Hilfe dabei. Ja, sie war mit bei der Planung dabei gewesen und hat mir gesagt, ja, so und so hätte, so sollen wir das machen. Gut, haben wir es so gemacht. Es wird als erstes einen richtig große Achterbahn geben. Und zwar ein Giant Water Coaster. Ja, so nenne ich den jetzt eigentlich. Kann man den eigentlich nennen. Wo wir einiges erleben werden mit. Das ist nämlich die Hauptattraktion in dem Gebiet. Es soll ein richtig großer Wassercoaster werden. Und ihr seht schon, das Layout, ja. Uiuiui, da ist ja einiges geboten, ne? Also das geht ja mehr als, das ist ja wirklich so ein schöner Wechsel zwischen Achterbahnbereich und, wie heißt es so schön, Wasserbereich, ja? Wo dann Themenfahrt stattfinden soll. Natürlich, das Ding ist wirklich lang, das hat auch schon, Alle Rasten aus. Von so einem Kanal. Ich glaube, den kennt ihr alle. Ja. Ja, vom Kanal Alle Raften aus. Schaut gerne mal bei ihm rein. Hat gesagt, ja, also ich finde das Ding eigentlich relativ zu lang. Mir ging es darum, hier ist das erste Layout. Ja, das ist noch ein bisschen hakelig. Immer mal haben wir auch zwischendurch natürlich getestet. Ja. So, ihr seht, beim Hochfahren geht der Spaß und so weiter runter und unten hält er sich dann auf 4,0. Wenn er dann zu lang wird, dann geht es wieder runter. Ist nun mal so. Da müssen wir mal schauen, dass wir da schon ein bisschen mehr Action reinkriegen. Und das ist, war jetzt die erste Probefahrt. Ich habe gedacht, ja, das ist doch ein nettes Layout. So, jetzt sind wir zurück in der Station und schon geht es damit los, die Lifts erstmal ein bisschen schneller zu machen. Es soll ja natürlich auch dementsprechend sanfte Fahrt werden. Soll schon rasant werden, aber auch vom Sanftheitsgrad natürlich dementsprechend hoch. So, was natürlich das schöne Glättentool manchmal macht. Also glättet irgendwas, aber nicht so, wie man es gerne hätte. So, natürlich schon, schon ordentlich Dampf auf dem Kessel sein. Das ist auf jeden Fall klar. Also, aber wir haben jetzt nur diese erste Folge danach, weil diese Attraktion mache ich nur mit ihr zusammen. Ja. Mit meiner besseren Hälfte mache ich das nur noch zusammen, mache ich die Attraktion zusammen. Ich kümmere mich dann um die restlichen Teile vom Park. Da gebe ich dann meine Kreativität selbst zum Besten. Und wenn ihr auf Twitter gefolgt seid, seht ihr schon, ja, was euch Anfang November erwartet. Ja, das war der erste Ausblick auf November. Und wir haben gerade mal Mitte Oktober. Was da alles kommen wird. Es wird endlich das Ressort wird erweitert. Und zwar wird es dann so, wird das Ressort um einen Themenbereich quasi ergänzt, wo dann auch Attraktionen sind und alles. So, jetzt war der erste Umbaubereich. Ja, jetzt wurde das erste Mal ein bisschen was umgebaut. So. Seht schon, zum Schluss soll nur ein Wasserbereich sein. Dann wollte ich das ein bisschen länger haben. Ein bisschen ausgedehnter, weil es ist uns aufgefallen, ja,
das ist ja alles ein bisschen, je nachdem, ein bisschen ruppig. Ne? So, der Achterbahnpart ein bisschen verlängert. Ja, dann sollen wir schon ein bisschen wirklich Achterbahnpart haben. So. Ja, also ihr seht, das ist alles nicht unbedingt so einfach gewesen. Ja, das war wirklich definitiv ein Riesenprojekt ist das, was wir uns da angelacht haben. Und es ist schwierig, da den Spaß zu finden. Ja, also für diese Achterbahntyp den Spaß so richtig nach oben zu kriegen, da müssen wir mal schauen. Da habe ich wirklich dann geguckt. Ja, passt das dann von der Höhe her? Kann ruhig mal ein bisschen Lift. So, dann ruhig so sein, dass da auch Action ist. Ne? Also die Wasserabschnitte habe ich jetzt gekürzt ein bisschen. Bis auf den letzten. Doch, den habe ich noch relativ lang. Es ging mir darum, ja, den Achterbahnpart und den Wasserpart schön im gleichmäßig zu haben. Ja, so schon ordentlich Dampf auf dem Kessel sein. So, ihr seht schon. Ja, das ist dann zu lang. Dann wird das hier gekürzt, damit der Achterbahnpart ein bisschen länger ist und die Wasserbahn natürlich dadurch ja, etwas mehr Action hat. Ja, wie kamen wir denn darauf? Ja, wir waren ja im Gardaland gewesen zusammen und da gibt es halt eine Wasserattraktion. Die sind wir auch gefahren und zwar war das Atlantica oder Atlantis, irgendwie Neptun, Atlantis, irgendwas war das gewesen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja, das vergisst man alles so. Atlantica, so heißt der Themengebiet, das Themengebiet bei mir. Stimmt. So. Natürlich. Da muss man natürlich dann schauen. Und es ist halt ein relativ klassisches Layout, was es halt im Grunde genommen ist. Es ist eine Klasse, fast eine 8 eigentlich. Ja. Wir haben hier mehrere 8en. Muss man halt schauen, ne? Wie kriegt man das hin, so dass da anständiger Spaß bei rauskommt. Die Wertungen sind mir ja teilweise egal, aber es soll schon eigentlich so sein, dass man sagen kann, ja, soll auch Spaß machen. Also wirklich das in Gleichverhältnis bekommen, ne? Zwischen, ja, wir haben unser schönes Themengebiet und ja. So, jetzt haben wir hier, hatte ich das Problem. Das ist das klassische Problem im Planet Coaster. So, wenn man dann sagt, ja, ich möchte mal so einen richtig Mega-Hill haben. Ein 40er. 40er Hill habe ich da hingesetzt. Wahnsinn, ne? Ein richtiger Mega-Giant Coaster. Ja. Es soll schon ordentlich was gebacken sein. Und da soll auf jeden Fall ordentlich Action stattfinden. Also man soll auch schon die Abfahrten soll auch schon richtig Spaß machen. Ein bisschen Lift Airtime habe ich auch geguckt, dass ich die reinkriege. Das ist bei dem Sitzen, finde ich, das ein bisschen unangenehm, wenn man da zu stark die Airtime machen würde, weil das Boot, ja, was man bei dieser Art von Ride hat, wenn es zu stark nach oben geht und die Airtime zu stark wird, wird es, glaube ich, unangenehm, weil man dann direkt wieder in den Sitz reingeknallt wird. Aber das Schöne ist an dieser Achterbahn, die geht relativ schnell. Einigermaßen kann man die sehr smooth machen. Und hier haben wir wirklich uns nur noch die Korrekturen gemacht. Es ist das grobe Layout. Ja, es kommt ein Mega-Hill hier vorne. Der erste Hill ist nicht der höchste Hill. Ja. Das hat auch Absicht. Ja. Definitiv Absicht. Also mehrere, drei Hills haben wir drin. Man soll schon seinen Spaß haben. Und die Wasserparts, die werden natürlich dann dementsprechend ausdesignt, dass da auch ordentlich was los ist.
Ja, dass man da auch irgendwie ein bisschen Theming machen kann. So, jetzt haben wir gesehen, der Hill, da unten ist es schon ein bisschen heavy, weil die Kurve, wenn die Kurve da zu früh kommt. Weil er muss ja erstmal abgebremst werden, ne? Und das sollte ja dann schon nicht mit Wumms ab in die Kurve. Das würde ein bisschen wehtun, das wollen wir ja nicht. Es soll schon Spaß machen, soll einigermaßen realistisch sein. Jetzt seht ihr schon mal, die ersten Boote sind da. Ne? Die Wasserflächen sind da, wo einiges an Wasser wird auch unter der Attraktion sein. Ja. Dann habe ich hier die Geländekollision und so weiter nochmal ausgestellt, beziehungsweise wieder angestellt, damit ich, wenn ich jetzt die Berge mache, die sich schön anschmiegen, weil ich möchte eigentlich, dass das da eigentlich so fast gar nicht zu sehen ist. Ich möchte den Coaster jetzt zum Großteil nicht sehen. Ja. Man soll den zum Großteil nicht sehen, man soll sich überraschen lassen, wenn man da fährt. Und das finde ich immer was ganz Besonderes, wenn man einfach den Coaster nicht einsehen kann. Und das finde ich dann halt was Besonderes, wirklich toll. Wenn man den Coaster einfach nicht von außen so richtig einsehen kann. Ich wollte diese ekelhaften Riesenstützen nicht. Deswegen quasi alles mit Bergen zugeknallt und Berge draus gemacht. Ja, hier draußen ist ja der Transportweg für alles. Da muss natürlich das alles noch thematisiert werden. Das ist eine richtig große Arbeit. An dieser Stelle mal Grüße an den Benutzername, Grüße an Brillibi. Ja, ich hoffe mal, sein Fundibi kommt auch wieder. Ich weiß, was er da in der Höhle geleistet hat, ist auch was Tolles. Schaut gerne auch auf seinen Kanal vorbei. So, jetzt genug mit Werbung, jetzt gehen wir mal zurück. So, ich habe hier jetzt dann diese Bergtextur erstmal drauf gemacht. Das ist jetzt wirklich erstmal der grobe, ja, grob angefangen. Wir wollen ja erstmal gucken, dass das da so einigermaßen so aussieht. So, jetzt kommen hier die Säulen. Ja, ich habe jetzt geguckt, das soll so ein richtig schöner Tempel werden. Ja, ihr habt gesehen, ich habe da auch im Filmmakers Toolkit reingeguckt. Da habe ich mir auch zuletzt noch ein paar Sachen runtergeladen. Aber aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt da so schöne Sachen drin. Und hier haben wir das Blau und Weiß. Ja. Manche werden jetzt sagen, ja, das ist ja die richtige Farbe für Schalke-Fans. Oder wie? Nee, keine Ahnung, ist mir auch egal. Mir geht's, oder für HSV-Fans. Mir geht es darum, dass so einfach quasi ein Tempel werden. Und da werden wir uns drum kümmern, dass das dann so auch so dementsprechend aussieht. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt so wird. Ich hoffe, es wird richtig gut. Bis jetzt sieht es ja auch gut aus. Hier haben wir jetzt dann die äußeren Säulen. Das wird auch im Warteschlangenbereich. Den möchte ich relativ offen gestalten. Relativ offen. So, da machen wir mal kurz das Bild weg. Kann ja immer noch passieren. So, dann haben wir geguckt, welche Säulen soll man denn nehmen. Ja, es ist nicht unbedingt so einfach. Alles. Es ist wirklich nicht so einfach. Ja. Du musst da wirklich immer genau gucken, was mache ich, ja, wie mache ich es. Es soll wirklich einfach eine Tempelanlage sein, es soll ein schönes klassisches Design haben. Antike lässt grüßen. Ja. Es ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Ja. So, da haben wir dann uns für diese Säulen entschieden. Finde ich gar nicht schlecht, ja, sieht richtig gut aus. Also, wenn ihr noch Tipps habt oder Vorschläge habt für Atlantica, was ihr da noch sehen wollt. Also, wir werden natürlich diese Großattraktion haben und eine kleine Achterbahn noch haben. Und was kommt noch? Was kam noch? Ich habe es jetzt fast vergessen. Ne? Jetzt habe ich gleich ein Problem, wenn ich das vergesse. Dann natürlich die Flat Ride.
soll auch noch rein. Also ich würde auf jeden Fall so gucken, dass wir immer so pro Themengebiet 3 bis 4 Attraktionen haben. Ja, hier halt dann auch unsere 3 Attraktionen. So, jetzt habe ich mich entschieden, die Säule so zu machen. In der Mitte. Dazwischen. Weil, warum? Ja, warum nur? Ich kann es sagen. Es war nicht so einfach, wirklich zu gucken, wie mache ich das mit den Säulen. Weil wir ja gewisse Größe haben. So, jetzt habe ich mich so entschieden. Ja, es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Es wird noch sehr viel Arbeit werden. Wir sind dann mal sehr gespannt drauf, wie es weitergeht. Ich werde da erst, ich glaube Ende Oktober werde ich das erste Mal wieder dran arbeiten. An diesem Themenbereich. Bis dahin werde ich dann noch ein bisschen am Tropenbereich arbeiten. Ja. Steampunk-Gebiet ist dann auch abgeschlossen. Ja, da sind ja auch einige Sachen zu tun gewesen. Also zu machen gewesen. Tun soll man ja nicht sagen. Machen tut. Ja. So. Habe ich mal gelernt irgendwann in der Schule früher. nee. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie das jetzt wird. Ich bin mal gespannt. Also könnt ihr ja schon mal schreiben, wie ihr die Fassade findet. So ein bisschen grob, was er dazu sagt. Ob ihr da Ideen habt, was man da machen soll. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ja, wir kommen ja auch langsam aber sicher Richtung Ende der Folge. Und ich kann schon mal den Ausblick für die nächsten 2 Wochen sagen. Und zwar wird das Steampunk-Gebiet, wenn Sachen korrigiert. Erstmal das, was der liebe Markus von Alle Rassen ausgefunden hat, das wird dann erstmal korrigiert. Ja, und das steht hier noch aus. Was war noch? Dann habe ich da so Kleinigkeiten ergänzt. Dann habe ich ein neues Gebäude gebaut für die Steampunk-Erweiterung. Und zwar für den Eisenwald. Dann sind die Schilder dazu gekommen. Schilder sind jetzt da. Was noch? Was ist noch alles da? Ja, lasst euch einfach überraschen. Es ist auf jeden Fall einiges passiert. Das Steampunk-Gebiet ist jetzt eigentlich fertig. Ich habe zwar immer noch Ideen, wie man es ändern könnte, aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal langsam. Also, ich glaube, man hat immer Ideen, wie man seine Themengebiete noch verändern kann und das wird nie aufhören. Das wird nie aufhören. Das ist also wirklich etwas, was auch jeder Freizeitpark eigentlich immer hat. Er hat immer so kleine Änderungen, hat er immer. So, hier haben wir jetzt die Säulen gesetzt, ja, damit es auch gehalten wird. Das ist halt wirklich der grobe Anfang von dem Themengebiet. Ne? Wirklich ein grober Anfang. Haben wir jetzt. Also wirklich einfach einiges noch zu tun, ne? Damit das dann auch anständig aussieht. So. Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich drauf, wenn ihr beim nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Phantasia World. Jetzt kommt es um das andere Projekt World of Fantasy. Das kommt auch. Ja. Das wird mein Stream-Projekt werden. Das werde ich im Stream bauen und immer mal dann die Zusammenfassung gibt es dann eine Woche oder 2 Wochen später gibt es dann die Zusammenfassung, je nachdem, wie gut ich und wie schnell ich vorwärts komme. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal angekündigt. Ansonsten, morgen geht es direkt los mit Anno. Montag Rimworld. Also Rimworld und Anno ist schon wieder alles aufgenommen. Es wird auf jeden Fall fortgesetzt. Da freue ich mich auch schon drauf. Ach ja, also schaltet gerne ein. Lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video auf diesem Kanal. Und ich sage damit bis demnächst. Euer Hannibal. Und macht euch einen schönen Samstag. Oder ein schönes Wochenende, egal wann ihr es anschaut. Ciao!